Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wenn wir jetzt die Frage klären, wer Haken ist. Wer zum Teufel ist Haken? Er gehört zur C-Sicherheit. Wir haben zusammengearbeitet, mehr oder weniger. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Nun, dann werden wir Haken mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Haken nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. So. Wir sollen ja also ein Taxi rufen. Und uns dann dorthin bringen lassen. Und zuallererst habe ich hier draußen jemanden gesehen, mit dem wir reden können. Nämlich Lia Weil. Tut mir leid. Ich versuche hier gerade eine Aussage aufzunehmen. Die Sache ist doch völlig klar. Sie hat meine Kreditkarte gestohlen. Verhaften Sie sie. Hab ich nicht. Nur weil ich Quarianerin bin? Seien Sie jetzt bitte ruhig und holen Sie mal tief Luft. Sie verhöhnen mich, Erdenclan. Nur weil der... Ich habe mich schlecht ausgedrückt, Sir. Ich bitte um Entschuldigung. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, was passiert ist. Sir, das ist eine Angelegenheit der C-Sicherheit. Wir tun alles, was wir... Alles, was wir können, um die Sache aufzuklären. Wir brauchen keine Hilfe von Zivilisten. Sollten Sie die Karte finden, informieren Sie bitte einen Officer. Sie behaupten, Sie würden zu Unrecht beschuldigt? Ich war unterwegs zum Gebrauchtschiffhändler, als er vor der Sirta Foundation in mich reingelaufen ist. Er hat weder angehalten noch sich entschuldigt. Eine Minute später kam er mit C-Sicherheit an und hat mich beschuldigt, seine verdammte Karte gestohlen zu haben. Sie hatten vor der Sirta Foundation einen Zusammenstoß. Könnte ihm die Karte dabei aus der Tasche gefallen sein? Möglich. Sicher. Ich weiß nur, dass ich sie nicht genommen habe. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Die andere Frage interessiert mich gar nicht. Ich rede nur mit dem. Draußen steht ein Volus, der seine Kreditkarte verloren hat. Haben Sie zufällig gesehen, wo? Ich erinnere mich nicht, dass ein anderer Wohlclan heute meinen Laden betreten hätte. Da war nur dieses Migrantenmädchen, das wieder einmal alle Broschüren angefasst hat. Okay. Dann müssen wir doch schon mit denen reden. Auf de- Gehen Sie bitte weiter. Sie behaupten, sie hätte ihre Kreditkarte gestohlen. Okay, sie ist jetzt vorne, schneller geht, wenn er zu lange atmet. Sie muss es gewesen sein. Sie hatten mir im Verlassen des Geschäfts des Sir Edmund Dawson Foundation beinahe umgerannt. Warum muss jemand, der sie umrennt, gleich ihre Kreditkarte klauen? So arbeiten Taschendiebe normal. Sie rennen zur Ablenkung des Schreins und räumen dir dabei die Tasche aus. Man kann diesen planlosen Quarianer nicht den Rücken zu kehren. Diebe allesamt. Sind Sie sicher, dass Ihre Karte nicht noch bei der Sirta Foundation liegt? Natürlich. So einen Fehler würde ich niemals machen. Ich habe dort nicht mal was gekauft. Die Karte war die ganze Zeit in meiner Tasche. Die Karte war die ganze Zeit in meiner Tasche. Seien Sie vorsichtig. Sie behaupten ab. Willkommen. Will ich nicht. Das ist vorerst Danke, alles. Dass Sie sich für Irvina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mein Datenpad. Subjekt Anto Bechtal. Anto Bechtal gehört zu den kriminellen Organisationen von Arya Tilok, die oftmals als Piratenkönigin von Omega bezeichnet wird. Arias Gang schaltet sich zwar größtenteils nach außen hin ab, aber Anto ist auch anderen Geschäften nicht abgeneigt. Ob wir das für unsere Zwecke ausnutzen können, ist im Moment noch unklar. Immerhin geht es dabei um Arya Tilok. Welches Tech-Modul sollen wir gleich nochmal kaufen? So reden wir von Marab. Willkommen bei Saranus Applications. Interessieren Sie sich... Oh, Shepard! Kennen wir uns? Nein, aber ich kenne Sie. Selbst ein seniler Hanna erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Ich dachte, Sie wären tot. Ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, sehen Sie sich nur um. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu haben. Wissen Sie, ich benutze bei meiner Arbeit ganz schön viel Software. Es ist eine Schande, dass kaum jemand Ahnung von seinem eigenen Equipment hat, sobald es über das eindeutige Draufklicken und Hinfliegen im Navigationsinterface hinausgeht. Sie würden nicht glauben, wie oft ich höre, warum wendet das Schiff? Wir haben doch erst die Hälfte des Weges hinter uns. Oh doch, das glaube ich. Wissen Sie, ich mag Ihre Produkte. Interessiert an einer Empfehlung durch den Menschen, der Saren besiegt hat? Ich wäre entzückt, aber ich könnte es mir vermutlich nicht leisten, Sie dafür zu bezahlen. Nur keine Sorge, wir könnten doch einfach einen Preisnachlass vereinbaren.
Unbedingt. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Welt. Wir verarschen die alle richtig geil. Das ist großartig. Ich werde es sofort bearbeiten und verwenden. Vielen Dank. Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Oh, ja, er hat ein paar Treiber für sein Umweltsystem gekauft und ist dann ohne seine Karte gegangen. Als ich es bemerkt habe, war er schon weg. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass ich sie hier unter dem Ladentisch verwahre. Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Da drüben... Danke. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Tech-Schaden. Schadensschutz. Na gut. Hauptsache, da hat man wieder irgendwen beschuldigt dann, ne? So, klären wir das mal kurz. Gehen Sie bitte weiter. Sie haben Ihre Kreditkarte bei Serenus Applications vergessen. Der Verkäufer hält sie für Sie bereit. Oh, naja. Die Quarianerin könnte sie aber gestohlen haben. Ich schließe hiermit den Bericht, aber ich werde Sie beobachten. Besorgen Sie sich einen Wohnsitz, sonst verhafte ich Sie wegen Landstreicher. Meinen Sie beide das im Ernst? Was? Sie haben dieses Mädchen fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt. Und jetzt fällt Ihnen nur ein, sie könnte sie gestohlen haben? Jetzt aber mal ganz... Jetzt zu Ihnen. Sie wird belästigt und beleidigt und Sie wollen sie wegen Landstreicherei verhaften? Und wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich Sie wegen Behinderung der Justiz einbuchte? Sie glauben, Sie könnten einen ehemaligen Spectre einbuchten? Sie beide sollten jetzt einen Abgang machen. Ah, verdammter... Danke, ich würde Ihnen gern mehr dafür geben als ein paar Worte. Kommen Sie ab jetzt selber klar? Ich denke schon. Meistens esse ich abends zwar nur Nährpaste in einem turianischen Asyl, aber ich überlebe. Danke. Ja, das ist mir doch eigentlich völlig egal, was du da isst, aber... Weil ich konnte es ja nicht mehr ansprechen. Von daher. Was denkst du, Michael? Vielleicht haben wir schon, oder? Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Bei allem Respekt, die Foundation ist an Profit nicht interessiert. Ein Teil unseres Umsatzes wandert in die Forschung zur Heilung von Erbkrankheiten. Wissen Sie, was Ihr Angebot populärer machen würde? Eine Empfehlung durch den Mann, der Saren besiegt hat. Och, ach herrje. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich gebe Ihnen mit Freuden meinen Angestelltenrabatt, wenn Sie das für uns tun. Dann haben wir einen Deal. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Und nochmal dasselbe, das habe ich nur kurz geskippt. Ich werde sofort in unsere Werbekampagne einbauen. Vielen Dank. Mal gucken, was hat sie? Sie hat Medigil-Kapazität, das kaufe ich. Das nehme ich mit. Mein Lebenserhaltungsgurt. Hier steht das, ne? So, was haben wir denn hier noch? Wir haben ja noch bestimmt ein paar Aufträge noch. Omega, ein Salernerin, In der Nähe von Marabs Geschäft auf der Citadel. Traurige Störungen als Nebenwirkung haben. Ist das nicht Marabs Geschäft? Wo war's denn? Hier drüben? Koch. Was darf ich Ihnen bringen? Man kriegt hier draußen kein frisches Fleisch. Aber Sie werden auf der ganzen Station kein... Was ist denn hier? Ich bin Commander Shepard. Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Wenn alles automatisch läuft... Technologischen An... Schon erstaunlich, wie viele Leute glauben, dass Licht durch teure Glaswand... Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Hatte es nicht irgendwas mit dem Kühlkörper des Universalgel-Modulators zu tun? In der Nähe von dem Laden von Narab. Reden wir von einem Kühlkörpermodul? Nur wo? Ich bin Commander Shepard. Ja, aber er ist mein Baby. Sonst ist mir nichts von Jacob geblieben. Ich weiß. Verdammt. Ich will ihn nur... Ich weiß. Die Nachrichten reinhören bringt ja auch relativ wenig. Da gucken wir ein anderes mal rein. Wir tun jetzt erstmal Rapid Transit aktivieren. Und zwar Industriegebiet. Da müssen wir ja, glaube ich, hin. Für den Auftrag. Und dann im nächsten Part suchen wir dann die Leute, die da... Es fehlen jetzt ein paar. Wir müssen hier noch Essen besorgen. Und noch mit dem Präsidenten reden. Und noch das Paket abholen. Genau.
Neben Garrus und Grunt. Die beiden sind ordentlich dafür. Was ist das denn mit einem scheiß Taxi? Was auch noch Garrus selbst fährt, oder was? Ja. Grunt muss hinten ganz alleine sitzen. Ist aber auch breit wie zwei. Da ist er. Shepard? Geht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Harkin kriegt gleich böse Schnauze. Laufen Sie ruhig davon, Harkin. Wir finden Sie schon. Mörder! Entdeckung! Eismunition bitte. Verdammt! Einer weniger! Lupp! Schwächling! So. Eingefroren und die nächsten Türen öffnen. Immer schön auf dem Weg sein. Kann überhaupt eins mehr stoppen? Geht es jemand nur um ganz normale Container, der einfach nur aufgehen? Barriere. Fallsystem. Zack. Das müsste sie ausbremsen. Knappe Sache. Eine Barriere und was ist das? Stirb. Das zweite Mal, dass wir fast draufgegangen sind. Aber der Wandsafe ist ja erst noch mir. Nicht allzu schwer, gibt auch nicht allzu viel Münzen. 1500 Credits, naja gut. Harkin muss irgendwo da drin sein, ich rieche ihn schon. Hier sind die Platinen. Jetzt müssen wir noch hier hacken und Platinen zu bekommen. So. Können wir die wenigstens jetzt mitnehmen? Immer noch ein bisschen Land. Bergungsgut und jetzt gehe ich aber. Auf meine Sniper und auf eine Barriere. Feinde vor uns! Und in den Rücken geschossen. So, müssen. Schieß doch mal. So ist ja geil. Da gibt es die nächsten Platinen, die zu umgehen sind. Sehr gut geschafft, sogar relativ schnell. Die nächsten Platinen nehmen wir auch noch mit. Leck mich. Ganz gewaltig da hinten.
Oh, ich konnte nicht weiter hacken, schade. Hier hinten haben wir alles. Energiezellen und einen Laptop, den wir hacken können. Sehr gut. Das haben wir auch. Klappt erstaunlich gut in der Folge, muss ich sagen, in das Hacken von dem ganzen Zeug. So, senken wir das noch. Ich brauche Deckung. Wo brauchst du Deckung? Da brauchst du Deckung. Feierabend. Ich bin Shepard. Aber ich glaube, ich habe auch gar nicht dich getroffen, Grunt. Über uns. Blue Suns Commander. Doch, fuck. Hier ist eine Brandmunition rein. Den kann ich anzünden. Commander geht nicht ein. Ich schütze auch nicht. Oh, 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 oh. Und es wird Zeit, dass wir uns was machen. Liege unter schwerem Beschuss. Oh fuck. Oh fuck. Ja, das war's. Unser Tod, ja, okay. War auch blöd gemacht, ehrlich gesagt. Naja. Merkt wahrscheinlich, ist ganz ein bisschen überhastet in diesem Part, weil ich habe auch nicht viel Zeit. Aber wir natürlich noch trotzdem was für euch zum Hochladen haben. Und ich denke mal, die ganzen Gespräche mit uns brauchen wir auch wirklich nicht. Ja, toll mal alles. Diesmal gehe ich hier auch gar nicht mehr in Deckung. Mein Gott, ne? Jetzt mal der weg. Guter Schuss. Jetzt erstmal den Commander natzen. Dreifach. Verdammt! Fertig. Schwerer Mech über uns. So, und auch den letzten hier ausgeschaltet, jetzt haben wir nur noch den schweren Mech. Und den bekommen wir ja wohl mal wirklich runter. Ja, genau. Bumm. Eine Überlastung, nee, hat er nicht. Scheiß. So, jetzt ist das weg. Jetzt ist der Mut, die Panzerung durchzugehen. Letzter Schuss, aber da kenne ich während der Kämmer nichts. Es gibt den Kollektoren Partikelstrahl ins Gesicht. Glück mal geheilt. Es wird explodieren! Sehr gut. Feierabend mit dem dicken Mac. Schwächling. Hier die kleinen Bobbys sterben auch alle schön. Was zum Teufel hat Hacking vor? Gefälschte deren IDs nehmen wir mit. Jemand, der Verwendung für gefälschte IDs hat. Mit dem Mann, das hat auch nur geleckt. Ja gut, kriegen wir wenigstens nochmal alle Münzen. Was können wir sonst noch mitnehmen? Fensterkonsole. Sie haben mit Harkin bei der C-Sicherheit zusammengearbeitet? Ja, er war früher auch schon ein Ja, es tut mir leid, ich wurde mal wieder gestört und deswegen werde ich jetzt auch hier an der Stelle den Part beenden. Bis dahin.